Also dann sollte man sich schon überlegen, ob man nicht wirklich dann strengere Grenzen zieht, ja? Man kann den Hund nur helfen damit. Ja. Das geht von in der Früh bis am Abend, ja? Da macht man keine Pause, sagt man nicht, ja, okay, jetzt habe ich dann die Regeln, jetzt versuche ich meine Hierarchie also ich versuche mich zu behaupten, und dann gibt es eine Stunde, wo man sagt, der Hund darf alles, das ist tödlich, ja. Ja, kann tödlich sein, weil der Hund sich dann überhaupt nicht mehr auskennt. Also sehr wichtig bei den ganzen Regeln ist die innere Haltung des Besitzers. Also ich sage immer wieder konsequent, aber auch geduldig. Also man muss auch Geduld haben bei den Durchsetzungen der Regeln. Wenn ich nervös werde, wenn die Regeln nicht befolgt werden vom Hund oder frustriert, dann nützen die ganzen Regeln auch nichts, ja? Also liebevoll, einfühlsam, fürsorglich, das sind auch Leitfigurqualitäten. Verstehen Sie, ohne dass, wenn er das Gefühl hat, er wird nur unterdrückt und es gibt kein warmherziges Gefühl für den Hund und es wird alles nur diktatorisch und wie soll ich sagen, mit Brachialgewalt, körperlicher Gewalt diese Regeln durchgesetzt, wird der Hund irgendwann einmal einem das Gesicht wegbeißen. Okay, also Sie müssen Ruhe, Gelassenheit ausstrahlen, ja? Die ideale Leitfigur ist ein ausgeglichener, besonnener Entscheidungsträger. Sie besitzen eine bestimmte Würde. Ich weiß, das Wort ist veraltet, aber es gibt es noch. Eine wirklich gute und wirklich akzeptable Leitfigur strahlt Würde, Selbstsicherheit, Willensstärke aus, ja? Sie müssen eine natürliche Überlegenheit und Durchsetzungsfähigkeit entwickeln, keine angespannte. Also der Hund schenkt seine Anerkennung nicht einem nervös, aggressiv, pseudodominanten Diktator, sondern vertraut nur einem Wesen mit vielfältiger sozialer Kompetenz. Das heißt eben diese Beobachtung. Er schaut genau, wie ist man draußen, wie schafft man das Ganze, ja? Besonders bei den Hundebegegnungen, wenn er selber unsicher ist, dann wird auch der Hund nicht sicherer werden. Ja. Also zuerst Regeln, Grenzen setzen und dann erst korrigieren. Deswegen hasse ich, wenn mir Leute erzählen, sie korrigieren ihren Hund, und wenn man dann nachfragt, na, wie ist das jetzt, ja? Wie ist das so im Leben? Was machen Sie im täglichen Leben? Ja, dann merkt man, ja, der liegt auf der Couch oben. Der Mensch ist mehr oder weniger nur geduldet. Er springt permanent hoch, wenn man dann ins Haus reingeht. Ja, dann ist das Wurstechaos, aber ja, aber dann draußen wird festgerissen und gezerrt. Ja, idiotisch, ja. Also, wenn jemand kein Regelsystem hat bei solchen Hunden und ausschließlich korrigiert, das ist für mich genauso Tierquälerei, als wenn man den Hund permanent mit irgendwelchen idiotischen kleinen Futterstückchen vollstopft. Ja, es ist dasselbe. Ja. Ich habe da jetzt auch nicht, ich kenne da jetzt auch nicht, ich würde jetzt auch nicht sagen, ich würde keine Unterscheidung machen, voll zu stopfen oder zu dämlich zu korrigieren, ohne irgendetwas vorher aufzubauen, ist einfach Idiotie, ja. Okay, ich hoffe, es war deutlich. Also, wichtig ist vor allem eben seine innere Einstellung.
da muss man sich selber gut überprüfen, ja. Wie bin ich, was strahle ich aus, dem Hund gegenüber aus? Wenn ihr Hund alles darf, also wenn es keine Grenzen gibt, keine Grenzen, wenn er ständig außer Rand und Bass, wenn er hechelt, jault, bellt, wenn er nicht warten kann, also wenn er permanent auf 180 ist, ja, dann ist jede Korrektur ein Fehler. Dann braucht man nicht korrigieren. Versteht sie? Ja? Dann kann das zur Katastrophe führen, wenn dann noch ein Alpha-Wurf dazukommt. Ja? Der hat den ganzen Tag nahen Freiheit, ist auf 180 und draußen schmeißt man ihn dann wie ein Trottel auf den Rücken. Der Hund wird sich denken, du Arschloch, ja, du hast mir nichts zu sagen. Wenn das nicht klein zu kleinweise etabliert wird, schön eingearbeitet wird im täglichen Leben, diese hierarchische Position von den Menschen gefestigt wird, dann kann man mit einem Alpha-Wurf auch nichts ausrichten. Der wird das nicht akzeptieren. Du kannst den Hund maximum hin und wieder auf die Seite legen, ja, und ihm nicht gestatten aufzustehen. Aber das wird er auch nur akzeptieren, wenn er dich auch sonst akzeptiert. Und dann kannst du ihn streicheln und ja, das ist auch so eine Art psychologische Unterwerfung, meiner Meinung nach. Ja. Also, Korrektur nur möglich, wenn der Hund gut positioniert ist, repositioniert in seine Position, in seine gut eingeordnet ist. Ich sage jetzt nicht untergeordnet, weil im Prinzip soll der Hund das ja nicht als Unterordnung empfinden, sondern als Position, als in einer bestimmten, notwendigen Position. Sie nehmen die führende Position ein, weil es einfach so ist. Er lebt in das Leben der Menschen, nicht ins Leben der Hunde. Und er muss sich, so wie auch wir Menschen, verdammt nochmal, jeden Tag muss ich das auch mich einordnen. Ja? Auch muss ich der Hund in das Menschensystem einordnen. Ja? Der zweite Punkt, was mir sehr wichtig ist, die ausreichende Auslastung des Hundes. Also kein Hund der Welt ist in der Lage, auf Korrekturen zu reagieren, wenn er nicht ordentlich bewegt wird. Und ich sage das immer, gerade gestern habe ich wieder gehört, ja, ist ein bisschen schwierig mit der Bewegung, weil der war irgendeine Beißerei und naja, der wird immer an der Leine und bla bla bla. Wenn ein Hund immer nur an der Leine geht und sich nicht einmal am Tag richtig austoben kann, dann kann man den entspannten Leinengang vergessen. Ja, dann braucht man auch nicht korrigieren. Der Hund muss rennen, verdammt nochmal. Wie Milan immer sagt, Vögel wollen fliegen, Fische wollen schwimmen und Hunde wollen rennen. Es klingt idiotisch, aber es ist so. Man braucht genau dieses Regelsystem, das ist auch gehört zur Disziplin, das ohne wirkliche 100% Auslastung des Hundes, mindestens einmal am Tag, braucht man weder ein Regelsystem noch korrigieren, da braucht man gar nichts, dann gibt man den Schuss. Ja? Wenn ich das sehe, die Hunde, die den ganzen Tag das einmal eine halbe Stunde um den Block gehen, mit Leine angespannt, wie auf 1000, ja, die müssen ja auch schon Schmerzen kriegen, auch vom Geschirr, ja, dann kommt mir das Kotzen. Ja, also ich habe schon sehr viele Videos davon zu dem Thema gemacht. Jeder Hund hat sein Limit und das sollten Sie erstmal finden. Wie viel Bewegung braucht mein Hund, um 100% körperlich ausgelastet zu sein? Eine halbe Stunde joggen oder 10 Kilometer wandern. Ja? Finden Sie es heraus und dann können Sie korrigieren. Ja? Also zuerst Bewegung, dann Regelsystem, Regeln einführen, Grenzen etablieren, den Hund richtig einordnen, richtig positionieren, Limits setzen und dann, wenn nötig, zusätzlich eine angemessene Korrektur. Also alles andere ist für mich, und ich sage es jetzt ganz deutlich,
Tierquälerei. Ja? Wenn ich auch auf der anderen Seite diese ganzen Leckerli-Scheiß, ja, da ist auch immer, da kommt mir auch das Kotzen. Die werden noch zusätzlich, sind sie nicht richtig bewegt, sie können, sind nicht 3 Stunden im Wald gewesen, gehen gleich auf den Hundeplatz und werden dann zusätzlich noch mit Energie in Form von Leckerli vollgestopft. Das ist nicht in Ordnung. Genauso nicht in Ordnung wie einen Hund, der eben ohne Bewegung hat, einmal den Riss zu kriegen, ja. Oder von mir aus, zack, ist genauso nicht in Ordnung, ja. Sag's dir mal ganz deutlich. Ja.